Mehr als 400 Konflikte und 20 Kriege gab es im vergangenen Jahr weltweit. Die Karte des Heidelberger Instituts für Konfliktforschung zeigt, in wie vielen Regionen der Welt derzeit die Angst regiert. Einige dieser Krisenherde beschäftigte am Montagabend auch die Gäste einer neuen Talkreihe, zu der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ins Foyer der Straubinger Josef von Fraunhofer Halle geladen hatte. Die Zuschauer beeindruckte dabei vor allem der erst 34-jährige Bild.de-Chefredakteur Julian Reichelt, der unter anderem einen NATO-Einsatz von Bodentruppen gegen den IS forderte. Ich glaube, dass das, was im Moment geschieht, nämlich ein reiner Einsatz aus der Luft, am Ende nicht effektiv sein wird. Ich glaube, das, was wir in Kobane sehen, belegt das auch ziemlich deutlich. Und ich habe gesagt, dass es im Verbund, im Staatenverbund, in einem internationalen Einsatz vermutlich am Ende so etwas wie Bodentruppen, Special Forces, die am Boden Ziele markieren, klar gegen terroristische Zellen vorgehen geben muss, um dieses Konzept, auf das sich ja alle geeinigt haben, zum Erfolg zu führen. Während der Talkrunde hielt sich der CSU-Generalsekretär eher zurück, fungierte vor allem als Moderator. Nur in manchen Momenten ließ er durch gezielte Nachfragen erkennen, dass er doch anderer Meinung ist. Da sage ich, die Stimmung in Deutschland ist eine ganz andere. Wir haben uns entschieden, dass als erste Priorität die humanitären Hilfsleistungen Deutschlands gelten sollen und haben uns auch für Waffenlieferungen entschieden. Aber wir haben eine strikte Absage zu Bodentruppen, nämlich den Einsatz der Bundeswehr, gegeben. Das wird auch so bleiben. Auch die Vorgehensweise von Wladimir Putin im Ukraine-Konflikt analysierte Reichelt. Ich glaube, Putin ist getrieben von der Erkenntnis, dass er im Moment mit einem schwachen, wankelmütigen Westen zu tun hat, der ihm Dinge durchgehen lässt, die bis vor kurzem noch undenkbar schienen. Ja, also die Annexion der Krim durch Panzer ist etwas, womit wir, glaube ich, bis vor einem Jahr alle niemals gerechnet hätten. Putin hat da Fakten geschaffen, weil er das Gefühl hatte, leider das richtige Gefühl, dass man ihm das durchgehen lässt. Und ich würde vermuten, dass aus den Erfahrungen, die er in den letzten Monaten gemacht hat, er sich jetzt ausrechnet, was er als nächstes machen soll, weil sich da eine Gelegenheit für ihn auftut. Die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, forderte von den jungen Menschen, dass sie dankbar dafür sein sollten, was ihnen Deutschland biete. Dafür nötig sei politische Erziehung schon ab dem Kindergarten und auch Veranstaltungen wie die am Montagabend. Das ist sehr, sehr wichtig. Also würde parteiübergreifend, wenn es die anderen machen, auch sehr wichtig sein, dass wir unsere jungen Leute mal dazu bringen, sich einzusetzen für ihr eigenes Land. Was nehmen Sie heute mit von diesem Abend? Ja, ganz interessante Aspekte zum ganzen weltpolitischen Geschehen, und zwar aus den verschiedenen Gesichtspunkten. Und ich war also tief beeindruckt von dem Herrn Reichelt, weil alles, was der erlebt hat und wie der die Situationen schildert, das zeigt es vielleicht auch mal zusammen in einer ganz anderen Perspektive, als was man einfach immer nur so aus einzelnen Berichten aus den Medien mitnimmt. Ja, der Reporter hat ja sehr recht gehabt. Es ist kein politischer Wille da. Und das ist echt so. Und ich muss auch sagen, wenn man heute über Antisemitismus spricht, hätte ich mir von der Frau Knobloch eine klare Stellungnahme erwartet, wie sie denn dazu steht, wie man heute eine Siedlungspolitik macht. Das ist ja ein Rechtsbruch, was hier passiert, das ist ja Apartheid. Da darf man sich nicht wundern, dass die Leute sehr kritisch sind. Da ist nichts gekommen. Und unseren neuen Generalsekretär, den habe ich von der CSU bisher noch nicht gesehen oder kennengelernt. Ist auch ein ganz sympathischer Mann, aber da kann ich nicht allzu viel zu sagen, weil er hat ja nur Fragen gestellt. Er hat ja keine Meinung von sich gegeben. Andreas Scheuer will seinem ersten Auftritt als Moderator im kommenden Jahr weitere folgen lassen. Seine Konzentration gilt jetzt aber zunächst dem CSU-Parteitag im Dezember.